Im Landkreis Traunstein starben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei junge Männer bei einem Verkehrsunfall. Ersten Angaben zufolge lieferten sich zwei 22-jährige Insassen eines Audis und ein ebenfalls 22-jähriger Fahrer eines Golfs ein Straßenrennen. Ein Augenzeuge konnte beobachten, wie beide Fahrzeuge plötzlich beschleunigten. Mit überhöhter Geschwindigkeit kam der Audi von der Straße ab, flog über eine Leitplanke und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus, jedoch kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb wenige Stunden später. Sein Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen ebenfalls schweren Verletzungen. Der Golffahrer kehrte zur Unfallstelle zurück, als er merkte, dass der Audi ihm nicht mehr folgte. Er erlitt einen Schock. Laut Polizeiangaben wurde der Audi völlig demoliert. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.